Der Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benz Lips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange, der Firma Moltec und Rewe. Wieder ein Feuerwerk von Grafiken, Daten und Tabellen ist das neue Jahrbuch der Stadt Salzkotten. Kostenlos erhältlich im Bürgerbüro. Auf insgesamt 86 Seiten bietet es einen kompakten Einblick in viele Lebensbereiche der Salzer Stadt und das reicht von A wie Abfallbeseitigung bis Z wie zentrale Dienste. Unter E wie Einwohnerzahlen ist zu erfahren, hatte Salzkotten 1975 nur 17.000 Einwohner, so waren es zu Beginn des letzten Jahres 25.100 Bürgerinnen und Bürger. Das St. Josephs Krankenhaus meldete dem Standesamt 853 Geburten. 157 Mütter der Neugeborenen stammen aus Salzkotten selbst. Die beliebtesten Vornamen Leon und Marie. Der Mädchenname ist bereits seit 7 Jahren unangefochten Spitzenreiter. Insgesamt wurden 7.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gezählt, davon 43,8% im produzierenden Gewerbe. Nur noch 124 Personen oder 1,72% sind in Land- und Forstwirtschaft beschäftigt. Seit Jahren hält der Abwärtstrend in diesen Bereichen an. Beim Geld ist die öffentliche Hand gut aufgestellt, liegt doch die Pro-Kopf-Verschuldung nur noch bei 300 Euro, die auch schon einmal weit über 1.600 Euro gelegen hatte. Dickes Defizit jedoch wie in jedem Jahr beim Freibad, 330.000 Euro hoch ist der Zuschuss, den die Stadt aus Steuermitteln zuführen muss. Jeder Eintritt wird circa mit 5 Euro bezuschusst. Alles in allem passable Aussichten für die Salzer Stadt, offenbar ein guter Standort. Nur das goldene Ei ist noch nicht entdeckt. Vielleicht schaffen das ja die Geocacher. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, dem Schuhhaus Zianschuk, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier.